Hallo, mein Name ist Veronique Ansorge, Direktorin von der Galerie David Zwirner aus New York und London. Wir freuen uns hier zum dritten Mal bei der Art Cologne bei zu sein und wir zeigen eine Auswahl von Galeriekünstlern, aber auch historischen Werken. Wir haben viele deutsche Künstler dabei, unter anderem Martin Kippenberger, eine Arbeit aus dem Jahr 1984, wo Larry Flint und Milovic zusammen in einem Diptych abgebildet werden, seine Hotelzeichnungen. Weiterhin ein schönes Thomas-Schütte-Modell aus dem Jahr 1985, wofür es dann auch eine Säule gibt. Eine unserer Hauptwerke hier auf der Messe ist eine Neo-Rauch-Arbeit aus dem Jahr 2004 mit dem Titel Brandung. Eine sehr schöne Arbeit, die sollten Sie sich genauer anschauen. Weiterhin jüngere deutsche Positionen, unter anderem Michael Riedel, eine seiner neuen Poster-Paintings. Sowie an der Außenwand Thomas Ruff mit seinen neuen Fotogrammen. Also wie Sie sehen, wir haben einen Schwerpunkt von auch deutschen Künstlern in unserem Programm. Dann eine ganz junge Position, Oscar Murillo. Das ist ein Künstler aus Kolumbien, der in London lebt und arbeitet mit einem seiner Paintings und einer neuen Skulptur. Dann haben wir hier an der Ecke Jason Rhodes, amerikanischer Künstler, mit einer seiner Shelf-Skulpturen. Wir freuen uns besonders, hier ganz neue Arbeiten von Thomas Ruff zeigen zu können. Diese Arbeiten nennen sich sogenannte Fotogramme. Und er war inspiriert bei den Fotogrammen, die Moholy Nash und Man Ray in den 20ern und 30ern gemacht haben und hat diese Idee virtuell wieder kreiert und dann eine sogenannte virtuelle Lichtbox kreiert und dann verschiedene Lichtquellen reingelegt. Und das ist das Resultat und so eine ganz wunderbare Serie und von denen zeigen wir hier zwei neue Arbeiten. Oscar Murillo ist einer unserer jungen Shootingstars, kommt aus Kolumbien und lebt in London, 28 Jahre alt und wir zeigen eine seiner ganz neuen Ölarbeiten und eine Skulptur, die eine Referenz hat an sort of die Low and High Culture und ganz neue Arbeiten und auch sicherlich zum ersten Mal gezeigt in Deutschland.